Na, wir hören Marshmallow mit Happier. Wo fahren wir wohl hin? Rock am Ring. Wo fahren wir hin? Die Mods-Tutsis und 2018 sind wieder unterwegs. Jawohl. Wir müssen unseren Job ja weiterführen. Richtig. Und wir fangen diesmal nicht mit Motzen an, sondern mit Lob, denn wir stehen im Stau. Ja. Wir haben Anfahrtsstau. Also im Vergleich zu letztes Jahr. Und wir sind später heute da. Sind wir später da und wir stehen im Stau. Ja. Ja, ich mach da mal kurz einen Moment. Haben wir gleich, ne? Habt ihr gesehen? Wer wir weiß. Wir können nur 3 Meter fahren und dann müssen wir leider schon wieder stehen. Weißstau, ja. Wir hatten eben auch schon einen Bus vor uns, der nette Menschen beinhaltete. Wir haben uns gewunken und den Mittelfinger gezeigt. Das fanden wir schon mal gut. Wie das halt so ist bei Rock am Ring. Wie das also, halt sein muss. Genau, dieses Jahr kommen wir mit einer positiven Grundstimmung aufs Gelände, denke ich. Wir haben auch positive Unterstützung dieses Jahr. Wir sind nicht nur zu zweit. Eine dritte Meinung, weil haben ja viele gesagt, wir wären nur am Maulen gewesen. Genau. Und da haben wir noch jetzt jemand noch mit dabei, weil... Da ist er schon. Ja, dann sind 3 Meinungen, da kann er vielleicht mal überstimmt werden. Oh, steigt jemand aus? Moment, das müssen wir kurz lassen. Oh, hier meine... Oh, hier. Der holt Biernachschub. Was holt er denn wohl? Eine Jacke? Ein Rucksack. Ein Rucksack. 2 Rucksäcke. Das ist big easy. Und wieder einsteigen, ganz schnell. Oh oh, easy peasy. Ja. Und es pisst ein bisschen. Das ist typisches Rock am Ring-Wetter. Ja, letztes Jahr war ja viel zu gut. Da war ja ständig Sonne. Voll ätzend. Das geht gar nicht. Jetzt haben wir schön, was haben wir? 14 Grad, 12,5, Pisselregen, Wind. Dropkick Murphys. Gott sei Dank. Endlich mal was anderes. Ja, also schon mal ein bisschen, alles schon mal ein bisschen besser als wie letztes Jahr. Ja, also alles in allem schon mal zu Beginn. Ja, jetzt müssen wir uns leider ein bisschen beeilen, weil vielleicht kriegen wir noch 10 Minuten Slash mit. Wir hören schon mal im Auto. Wir hören schon mal vor. Slash. Es ist viel los. Aber die Sonne scheint. Wir haben alles richtig gemacht. Ja, jetzt gerade. Es könnte aber auch gleich wieder anders sein. Es ist stormy. Ja. Aber okay. Wir haben aber noch unsere Schals vom letzten Jahr. So. Ja. Und ja. Es ist auf jeden Fall viel los. Ja. Mehr als letztes Jahr. Ja. Aber bis jetzt sind auch noch alle nett. Freut sich. Oh ja. Angefangen mit dem Parkwächter. Security-Mensch, sehr, sehr nett. Ja, er hat uns in die gesperrte Straße reinfahren. Einfach so. Also, nicht einfach so, aber mit Erlaubnis. Ja, aber nicht gemotzt. Nein. Und die nächsten folgenden Security-Menschen machen auch alle sehr, sehr, sehr ja, nett. Ja, haben auch nicht gemotzt. Nein. Das hält uns schwer, jetzt zu motzen. Deswegen sind wir erstmal nett. Deswegen wieder ein... Tussi-mäßig gerade. Es ist auch, wenn der Wind so kommt, bin ich glatzenmäßig unterwegs. Da
scheiße. You see? Nee, wir machen kein Foto von euch. Guck mal in mein Video. Ja, wir wollten kurz vergleichen zu letztem Jahr. Da war es hier unten ja ziemlich leer. Da konnte man überall so frei tanzen, rumlaufen. Und das ist jetzt ein bisschen anders. Ein bisschen besser auch. Es ist ein bisschen besser voll, es ist ein bisschen besser kalt. Aber, you see, hier, Soleil. 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 Jedes Jahr erwischen wir einen Tag, wo ja. es Sonne ist. Schön. Schön. Was? Merchandise? Ich gehe nachher mal gucken. Was kostet? Ich weiß nicht. Es war 3 Getränke, 23 Euro oder so. Also ungefähr so wie letztes Jahr. Und? Zeig mal den Becher. Ne, den anderen. Da. Ist immer der gleiche. 2017. You see? Sehr umweltfreundlich. Sehr originell. Da oben ist die Center. Vulcano. Und hier kann man zelten. Ja, voll schön. Also wir gucken jetzt mal da so ein bisschen. Also bewohnt. Da ist Stimmung. Ja, bewohnt sehen davon vielleicht von 10 vielleicht 2. Wenn überhaupt. Ja. Ich weiß jetzt, wir gucken noch mal nach, wie teuer das ist, aber wie schon gesagt, hier die Seite zieht immer. Und dann Stuhl und Fenster.
Das Kompliment. Tauschen. Ja, wegen den langen Haaren, lass doch mal tauschen. Wer muss tauschen? Wie, was? Wer hat denn von euch kurze Haare? Keiner. Achso. Er. Aber wer hat denn noch länger? Er hat noch längere. Ich habe längere Haare als du. Also er hat längere Haare als ich. Ja. Ja, dann müsste ich tauschen. Wer tauscht jetzt? Wie, was wollen wir denn machen? Ja, jetzt romantisch. Romantisches Foto? Ja. So. Aber ich kann jetzt das Video ist nicht immer noch ein Video. Ja, aber ich kann doch das Video jetzt nicht unterbrechen, wegen dem Wieso Foto. Wieso das denn nicht? Ja, das nicht. Geht doch alles kaputt. Drücken, da wird ein Foto gemacht. Hier unten? Ja. Ja. Okay. Guck mal, hier, ein kleines Wasser. Hart romantisch. Gut. Oh, schön. Ja. Hat mich gefreut. Ebenso. Ich passe auch noch. Ja, ähnlich. Wir wollen uns hart loswerden. Ich nehme das mit. So, Fazit. So, das war Fazit Tag 1. Fazit Tag 1 ist alles gesagt. Ja. Er hat längere Haare als ich. Und ich habe längere Haare als er. Deswegen romantisches Foto. Ja. Gelungen Tag 1. Außer kalt. Außer gut. Kalt, alles gut. Alles gut. Ja. Hoffentlich morgen nicht so kalt. Oder, dicker angezogen. Mehr Pullover. Mehr Pullover, mehr Mütze, mehr Handschuhe. Zweites Paar Socken. Ja. Ehrlich, irgendwie wir so. Freuen uns. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Hallo, guten Tag. Tag 2 oder Abend Nummer 2. Ja, also heute ist es schon mal gut nass geworden. So nass, dass so man hässlich aussah. Ja. Die Kreise. Also das war schon eklig. Und jetzt ist der Wind wieder da. Ja, aber definitiv nicht so schlimm wie gestern. Nee. So, und trotzdem steht hier unten schon alles voll. Und zwar nicht. Warum wohl? Nicht wegen Bring Me the Horizon. Nein, nein. Wegen dem absoluten Top-Act. Wer war das denn nochmal? Lalü, lalü. Lalü. Entschuldigung, bist du Arzt hier? Die erste Top-Act okay. Für Samstagabend. Ja. Die kommen
in einer Stunde. Aber da musste man schon besser heute Morgen da stehen. Weil sonst kein Platz. Nein. Und ist natürlich für die schön. Haben so ein volles Haus. Sieht geil aus. Ist aber gar nicht für die. Da, da war ein Einhorn. Da flog es noch, das Einhorn. Ja. Ja. Also, wir gehen jetzt noch mal runter. Oder bleiben wir? Ja, wir gehen noch mal, runter. Und dann machen wir uns bereit fürs Krankenhaus. Lali. Lali. Ja. Paranormal, 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 Paranormal,
weil die Antwort sind auch Penisse auf der Bühne. Ziemlich viele, bunte. Wir haben nur eine Farbe. Oh nein, ich habe meinen Penis verloren. Bitte leck ihn nicht vom Boden. Gut, Tobias heißt der Junge, ne? Tobias, darf ich bitte einen neuen Penis haben? Ich hab meinen Penis verloren. Penis. In your face. Geht nicht. Toll. Komm her, auf die Hand. Oh, zwei. Oh. Eine Reserve für später. Nein, wir sind nicht betrunken. Ich trinke Wasser den ganzen Abend, ich schwöre. Ich nicht, aber ich bin nicht betrunken. Und ich kann das bestätigen. Wir sind so. Ich habe meinen zweiten Penis verloren, weil eine Frau mir aus der Hand geschlagen hat. Die war wohl eifersüchtig. Naja. Aber alles in allem. Hallo. Wir können gerade nicht mehr. Wir haben die Antwort geguckt. Ai, ai, ai. I'm your butterfly. I need your protection. I'm your samurai. Ninja und Jolina. Ja. Wir haben gedacht, vielleicht ist es Fantasiesprache manchmal, aber dann könnte man das nicht wiederholen. Also können wir es nicht nachmachen. Afrikaans singen. Afrikaans. Nein. Wir holen uns jetzt noch was zu essen, wenn wir noch was kriegen. Ja. Irgendwo. Ja. Und dann ist uns auch schon ein bisschen kalt wieder. Ja, weil jetzt sind alle Leute um uns rum weg. Ja. Und dann kommt der Wind wieder durch und frosty und so. Mhm. Obwohl wir schon Winter-Outlet-Sachen anhaben. Wie fandst du jetzt die Ärzte? Du bist ja kein Ärzte-Fan. Die Ärzte fand ich eigentlich ganz gut, wenn Stimmung war, war Stimmung. Ein bisschen viel geschwätzt, ne? Ja, das haben aber viele gesagt, dass sie besser weniger Zeit gehabt hätten, dafür mehr Musik gemacht hätten. Aber ja, alles in allem war Konzert. Aber ich fand ja auch ein bisschen gut, dass die Ärzte auch ein bisschen über das Festivalgelände gemotzt haben mit dem Riesenrad. Das finden sie kacke. Braucht man nicht. No. Die Kirmes. Die Kirmes, ja, wir hatten eben auch die glorreiche Idee, über die Kirmes zu gehen, für zum Hirsch zu kommen. Für abzukürzen. Voll abgekürzt, hat nicht so geklappt. Ey, man kürzt nicht über die Kirmes ab. Nein. Und dann mussten wir... Merkt euch das. Mussten wir warten, bis die Schlange die Treppe runter war. Und oh, schlimm. Lass das. Mach das nicht. Aber das ist ja nichts Negatives. Nee, ist ja nee. Gut, dass viele Leute da sind. Ja, war wirklich voll heute. Ja. Aber ja. Fool. Okay. Tschüss. Thank you.
Der Tag, Leute, ist nicht so gelaufen, wie wir das wollten. 0,0 so gelaufen. Nur gar nicht. Also wir haben nichts gesehen von dem, was wir wollten, bis zu Slipknot. Weil da kamen Dinge dazwischen. Ja. Leben läuft halt nicht immer so, wie man das gerne hätte. Ziemlich behindert. Ja. Oh, aber dafür haben wir gerade Feuerwerk. Wo ist es? Wo ist es? Da. Ja, hey, hey, hey. Aber man muss ja auch mal dazu sagen, es musste ja auch unbedingt wieder an Pfingsten sein, ne? Ja. Das ist nicht gut. No. Ja, wie dem auch sei, also wir haben nichts von dem gesehen, was wir wollten. Wir haben auch nichts von dem gemacht, was wir wollten heute. Nee, aber ist ja noch nicht vorbei. Deswegen haben wir jetzt mit Slipknot, sind wir jetzt eingestiegen und war ultra krass. Das war voller als bei den Ärzten gestern. Es war voller, es war lauter, es war stimmiger. Wahnsinn. Selbst wenn man die nicht mag, war gut. Ja, so. Wir kriegen Freundebesuch. Ja, deswegen machen wir jetzt schnell. Okay. Der Plan ist, jetzt noch. Materia. Materia und leider haben wir jetzt auch die blöde, nicht die blöde, es ist blöd, dass wir die nicht sehen, die Karaoke-Bühne. Wir wollten da einmal gucken gehen, weil da war immer Mörder-Hölle los. Aber ist auch schon zu. Schon alles abgebaut. Ist halt Sonntagabend, ne? Die Leute müssen ja morgen nicht arbeiten, weil es Pfingstmontag. Meine Handbrotzeit war auch schon zu. Ja. Wie alles heute. Aber jetzt probieren wir das erstmal. Okay, vielleicht geht das ja auch. Während wir zu Materia schnell laufen, ja, okay. Weil der spielt ja schon. Okay, los geht's. Heißbaden bei Bruce Willis einschlafen. So tut, als würde man Ahnung von Wein haben. Hab bei Hemden, Flipflops mit weißen Socken. Mach nach Onkel Bas, im Zoo an die Scheiben klopfen. Gartenzwerge, Touch von der Kreuzhafen. Bob Marley Poster, Feuerzeug in Reggae Farm. Das alles ist verboten, man muss es einfach machen, ja, yeah. Alles verboten. Trotzdem machen. Das alles ist verboten, man muss es einfach machen, ja, yeah. Alles verboten. Trotzdem machen. Das alles ist verboten, man muss es einfach machen, ja, yeah. Trotzdem machen. Das alles ist verboten, man muss es einfach machen. Juckt sich am Kopf? Nein. Was ist da? Könnt ihr das hören und sehen? Hier wird abgebaut. Das heißt, Ende im Gelände. Rock am Ring ist vorbei. 2019. Vorbei. Was sagst du? Wir haben versucht, nicht so viel zu maulen. Weil letztes Jahr habt ihr gesagt, wir haben nur gemault. Ja. Nur gemotzt. Das wollten wir ja gar nicht eigentlich. Typischer so. Motzblock habt ihr geschrieben. Da haben wir gesagt, okay, machen wir nicht mehr. Aber wir hatten auch nicht so... Das ist mir aufgefallen, immer läuft uns jemand ins Video dieses ja, Jahr. Ja, hier haben wir unseren Freund Benjamin. Hallo. Ja, also Rock am Ring war gut. Wir hatten sehr Spaß. Soweit wir es konnten, denn es hat ja nicht alles so geklappt, wie wir dachten. Aber egal. Also ist aber mal im ganzen Ernst. Also letztes Jahr haben wir viel gemotzt, weil wir es auch echt kacke fanden. Viele Sachen und das war dieses Jahr nicht so. Jetzt. Also jetzt war dieses Jahr war alles eigentlich besser. Positiver. Positiver, rara. Vielleicht waren wir auch besser gelaunt als letztes Mal. Aber. War schon irgendwie andere Stimmung. Ja. Grundstimmung so. Und
wir haben bis zum Ende ausgehalten heute. Ja. 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 Weil Wetter war auch heute besser. Ja. Nicht so kalt, nicht so viel Wind. Und wir haben auch noch was zu essen bekommen. Ja. Wir haben auch das zu essen bekommen, was wir haben wollten. Ja, alles. Ja. So. Fazit? Von daher, von dem her, sage ich, 2020, Jubiläumsjahr, ist gewonnen. Von uns, uns aus her. Wer so. Wer ist denn nur der Haupteck? Ja, das wissen wir noch nicht. Oder sagen sie nicht. Ja, wir fahren jetzt mal nach Hause. Oh. Und so. Und so. Tschüss.